Ja, moin Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video beim Hochsauerland Gaming. Ja, es ist auf der Farm etwas passiert. Die Firma Guinness hat sich bei uns niedergelassen, haben ein Produktionsgebäude hier errichtet für die Bierproduktion. Ja, die Aufgaben werden jetzt mehr. Wir werden uns jetzt so langsam ja den Produktionsgebäuden einmal widmen, um diese ganzen Folgen etwas spannender zu machen. Ja, das erste Gebäude ist gebaut. Wir schauen einmal zur Firma Guinness, was wir hier benötigen. Wir benötigen einmal Wasser und einmal Gerste. Daraus entsteht dann unser Guinness-Bier, was wir hier auch sehen werden im Menü. Wenn wir hier nach hinten gehen, haben wir hier das Guinness-Bier, was wir dann verkaufen werden. Ja, gibt ordentlich Geld dafür. Ja, wie ihr hier seht, ich habe noch einige andere Mods, die wir demnächst anbauen werden, wie zum Beispiel Tabak werden wir auch anbauen, um dies zu verkaufen. Dann einmal die Whisky Destillerie für Jack Daniels. Gruß geht raus an die Firma Jack Daniels. Sehr schöner Mod, habe ich schon reingeschaut. Genauso wie unsere Coca-Cola Fabrik. Wir werden Butter herstellen und Käse. Ja, und hier haben wir noch eine Bierbrauerei, die wir auch noch bauen werden. Und natürlich einmal unsere Bäckerei mit der Brotherstellung. Ja, das sind so einige Mods, die ich habe. Ja, werden noch einige dazukommen hier auf der Map Felsbrunnen. Ja, unsere Aufgaben wären interessant. Ich würde sagen, wir gehen einmal zurück. Werden uns dieser Produktion jetzt einmal hier widmen für die Firma Guinness. Ist übrigens auch ein sehr gutes Bier. Ja, wir werden auf der anderen Seite die Abladefunktion haben für unser Wasser und für unsere Gerste. Dazu switche ich einmal kurz rum. Unser Helfer ist hier auch gleich fertig mit unserem Weizen. Aber wir wollen ja für unsere Produktion hier einmal Gerste sehen. So, dazu schaue ich einmal gerade rein. Ja, jawohl, wir haben die Gerste ausgewählt. Werden unseren Helfer jetzt einmal hier Gerste anbauen lassen. Die Gerste, ich habe ja nur ein Feld dafür gewählt. Ja, für unsere Bierproduktion, ich denke mal, das Feld wird reichen, um den ersten Bedarf dazu zu decken. Dazu würde ich sagen, werden wir schon mal Wasser in die Produktion bringen. Dazu nehmen wir einmal unseren Glas Xerion, werden unser Wasserfass holen. Das Wasserfass müsste eigentlich, ja, nee, steht's nicht. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wo unser Wasserfass hier steht. Da steht's auch nicht. Ja, ich würde sagen, unser Wasserfass steht bei den Kühen. Im Hintergrund hört man schön fleißig unser Sägewerk, was hier natürlich im Dreischichtsystem läuft. Okay, da ist unser Wasserfass auch nicht. Ja, jetzt geht natürlich hier die große Suche los. Okay, Helfer hat einen vollen Korntank. Den werden wir einmal abtanken. Ja, unsere Firma Guinness Bier steht noch still, was sich aber jetzt ändern wird in sehr kurzer Zeit. Wir lassen den einmal hier kurz abtanken.
Ja, Leute, ich muss selber im Moment erst mal gucken, wo ich überhaupt, ja, wo das Wasserfass steht. Ah, ich weiß, wo es steht. Das steht bei unseren Obstgärten, die wir zuletzt mit Wasser befüllt haben. Wir fahren hier jetzt einmal nach vorne, lassen jetzt die zweite Hälfte noch machen. Unser Helfer sät fleißig weiter Gerste. Ja, ich sehe es im Hintergrund. Ihr werdet sicherlich auch sehen, da oben steht unser Wasserfass. Und das müssen wir jetzt einmal holen, weil wir das jetzt benötigen werden für die Bierproduktion. Ja, ich habe auch offline ein bisschen weitergespielt. Ich werde euch das jetzt gleich einmal zeigen mit unserer Palettenproduktion. Das habt ihr ja dem letzten Video schon entnommen. Muss nur einmal gerade schauen. Ja, das passt. Ja, die Deichsel ist hier ein bisschen, ja. Müssen wir ein bisschen schieben. So, dann werden wir jetzt einmal kurz rüberfahren. Oder wir fahren auch nicht rüber. Ja, ist hier ein bisschen tricky, würde ich sagen. Aber der Xerion wird das schon schaffen. Ja, wir fahren jetzt einmal rüber zur Bierproduktion. Wir haben 91% Wasser dabei. Es sollte fürs Erste erstmal reichen, um diese Produktion einmal mit Wasser zu füllen. Ja, das hier unten wird unser Industriegebiet werden. Ich habe wieder ein Feld geopfert dazu. Ja. Was bleibt mir auch anderes übrig? Die Fläche ist sonst auch nicht da. So, wir werden jetzt einmal hier überladen, einmal in Wasser für die Guinness-Produktion. Werden wir hier ordentlich Wasser reinfüllen. Ich vermute mal stark, dass ja, man sieht es an der Anzeige schon, wir haben jetzt erst 7% Wasser. Das heißt, wir müssen noch ein wenig mehr Wasser holen. Ja, 7% ist nicht viel. Aber das sollte für uns kein Problem sein, hier einmal unsere Wasserproduktion oder unsere Bierproduktion weiter zu steigern. Dazu laden wir einmal unseren Wasseranhänger wieder auf. Ja, einmal fahren wird nicht reichen, also wir müssen dann noch öfters dorthin fahren. Ja, unser Helfer ist auch gerade fertig. Sehe ich, hat erfolgreich dieses Feld abgeerntet. Und dazu fahren wir jetzt einmal wieder rüber, werden hier noch einen vollen Wassertank abladen in unsere Guinness-Produktion. So, dann laden wir das einmal ab. Ich würde sagen, ich schalte einmal kurz hier um. Ja, unser Sägewerk ist auch noch im vollen Gange. Ja, wir machen jetzt, bevor wir jetzt hier mit irgendwas weitermachen, einmal hier noch Paletten abladen, also einmal Holzbretter abladen, weil unsere Palettenproduktion steht hier nämlich still. So, die Bretter werden jetzt automatisch hineingefügt.
Ja, wie man sieht, unsere Palettenproduktion ist voll. Wir haben jetzt 2x100%. Ja, müssen einmal Paletten hinausbringen, dass hier unsere Produktion weiterläuft. Ja, wir haben jetzt hier Paletten über Paletten. Die werden wir auch benötigen für unsere weiteren Gebäude. Es sieht zwar jetzt viel aus, aber es ist nicht viel in dem Sinne. Oh, wir bauen einmal unsere Paletten hier vorm Gebäude an. Wir werden dies einmal rechts daneben abladen. Ja, ist alles ein bisschen tricky, ist so ein bisschen Sisyphus-Arbeit, das hier abzuladen. Wir werden den zweiten Stapel auch noch holen, dass unsere Produktion hier weiterläuft. Weil es sind beide Abladetrigger voll. Ja, das Licht ist hier auch nicht das Beste, aber egal. Das geht auch so. Unsere Paletten hier rauszufahren. Wir haben jetzt den dritten Stapel Paletten, den wir hier abladen werden. So, dann stellen wir den einfach mal hier ab. So, sollte für die fürs Palettenwerk erstmal genug sein. Kümmern wir uns einmal um den Weizen, den wir zuletzt gesät haben, den wir hier nicht mehr benötigen. Ja, wir fahren einmal hier rüber, dass unser Helfer gleich auch ordentlich Platz hat, hier weiter die Gerste anzubauen, die wir dann benötigen für unsere Guinness-Bierherstellung. Ja, es wird hier, wo jetzt unser Drescher steht, noch mehr Produktion kommen. Es wird hier so eine kleine Industrieanlage entstehen. Dazu zeige ich euch einmal kurz, was ich damit meine. In den Global Company Mod, was ich hier alles noch habe, habe ich euch vorhin einmal kurz gezeigt. Es wird eine Coca-Cola-Produktion geben, eine Verkaufsstelle für Coca-Cola und auch eine Ladekapazität. Aber was ich auf jeden Fall bauen werde, ist dieser Mod hier, einmal unsere Dieselherstellung, den wir aus Raps herstellen, werden wir unseren eigenen Sprit herstellen. Wo wir natürlich sehr viel brauchen, dazu werden wir uns einen Anhänger kaufen, um diesen Diesel dann per Anhänger an unsere Fahrzeuge weiterzugeben, die wir an dem Feld haben. Ja, die einzelnen Mods brauche ich euch nicht zu erklären. Die Guinness-Brauerei haben wir gebaut. Die Whisky-Brennerei wird auch noch kommen. Unsere einzelnen Produktionsstätten und natürlich auch unsere Tabakproduktion, um dann den Tabak weiter zu verkaufen. Ja, unser Drescher ist jetzt abgetankt. Wir bringen das einmal zum Hofsilo. Wenn dort noch Kapazität besteht, laden wir das hier ab. Sollte das Silo voll sein, werden wir einmal den Weizen verkaufen. Ja, wir brauchen etwas Geld.
Die Guinness Brauerei war jetzt nicht ganz so billig. Dazu blende ich einmal kurz, obala, ja, einmal hier unser verbuchte Ansicht. Ist nicht weiter tragisch. Einmal gucken. Ja, wir haben keine freie Kapazität für Weizen mehr. Also werden wir den Weizen verkaufen. Bringt uns noch ein bisschen mehr Geld ein. Die Höchstsumme, was wir kriegen, ist bei der Bahnstation Mühle. Da fahren wir jetzt einmal hin. Ja, ich werde auch in den nächsten Folgen, wie gesagt, ich habe auch noch ein Lenkrad. Ich werde die nächsten Folgen dann mit Lenkrad spielen, weil dies einfach auch schöner für die Ansicht und fürs Gameplay ist. Ja, wenn ihr oder wenn einer von euch dieses Farming Simulator Lenkrad hat für Landwirtschaftssimulator Spiele, mit diesem zusätzlichen Bediengerät würde ich euch einmal bitten, ja, was sind eure Erfahrungen mit diesem Lenkrad? Taugt es was oder taugt es nicht? Weil dieses Lenkrad ist ja auch nicht gerade billig. Ja, wenn die Rezension oder die Bewertung von euch in den Kommentaren positiv sind, werde ich mir dies zulegen. Dazu werde ich dann auch per Facecam und ja, die nächsten Spiele werden sowieso per Facecam irgendwann erscheinen. Und dann könnt ihr auch sehen, dass ich dann dieses Lenkrad habe mit diesem zusätzlichen Bedienpult. Aber dazu warte ich erstmal auf eure Kommentare. Würde mich freuen, wenn mal einer einen Kommentar dazu schreiben würde. Das kostet nichts und ja, für den Gamer ist es immer eine schöne Sache, wenn man Kommentare lesen kann. So, wir laden jetzt einmal schnell unseren Weizen hier ab. Man sieht, unser Konto wächst auch sehr gut an. Ich werde von diesem Geld als nächstes ja, unsere eigene Dieselproduktion bauen. Das habe ich mir jetzt groß vorgenommen, dass wir unseren Sprit einfach selber machen. Oh, unser Helfer ist jetzt auch fertig mit dem Säen der Gerste für diese Bierproduktion. Ich denke mal, dass dieses Feld reichen wird fürs Erste. Sicherlich brauchen wir noch mehr Gerste, um diese Produktion einfach, ja, flüssig zu halten, ohne Stocken, ohne irgendwas. Ich habe nur das eine Feld. Ich habe Feld 13 nur angebaut, weil ich vorher noch einmal Sojabohne angebaut habe. Aus dem einfachen Grund, hier für unser Konto noch ein bisschen mehr Geld zu bekommen, weil wir haben im Moment ja nicht so viel Geld, um alle Wünsche zu erfüllen. Kredit habe ich keinen, möchte ich auch nicht mehr aufnehmen. Wir erwirtschaften uns einfach das Geld. Ja, durch Verkauf unserer Ernte, durch Verkauf unserer Wolle von den Schafen, unser Verkauf von den Eierkartons. Ja, bei den Eiern gibt es ja demnächst auch noch eine Erneuerung. Ich habe nämlich auch den Mod, dass wir Eier demnächst auf Paletten verkaufen werden. Da haben wir keine Einzelkartons mehr. Wir haben dann ja, Paletten mit Eierkartons. Ist dann einfacher zu transportieren. Es geht mehr rein.
Ja, auf dem Hänger ist dann mehr drauf. Da brauchen wir dann nicht jeden Karton einzeln wieder wegzubringen. Jetzt müssen wir einmal den Düngestreuer für unsere Felder noch voll machen, weil wir mit dem Säen fertig sind. Können wir jetzt anfangen, die ersten Felder hier zu düngen? Ja, unsere Düngerproduktion wird nicht mehr ausreichen, weil einfach Mist fehlt. Wir müssen hier einfach mehr Mist reinbringen. Das werde ich aber dann offline tun, weil das einfach dann zu viel Zeit in Anspruch nimmt, den Hänger voll zu machen und hier hinzufahren und abzuladen. Ihr könnt das ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das sehen wollt, wie das funktioniert und wie ich das mache, wäre ich euch auch sehr dankbar dafür. Ja, ihr könnt jede Anregung und jeden Wunsch, den ihr habt, unten in die Kommentare schreiben und auch einen Daumen nach oben da lassen. Es ist auch nicht einfach, diese Videos zu produzieren. Möchte euch einfach gerne an meinem Game ein bisschen teilhaben lassen. Ja, die Obstbäume, ja, habe ich jetzt erstmal ein bisschen nach hinten geschoben, weil ich schon offline gesehen habe, dass uns das nicht allzu viel Geld einbringt und auch im Moment überhaupt keine Relevanz bedeutet, habe ich dies nach hinten geschoben. Ja, unser Wassereinfuhr oder besser gesagt die Wasserlieferung muss weitergehen. Es ist doch etwas sehr viel Wasser, was wir hier benötigen für unsere Bierproduktion. So, Helfer hat die Arbeit fertig. Da muss ich einmal gerade schauen, was er da fertig hat. Ich weiß zwar nicht, warum er jetzt fertig ist. Oh, wir lassen ihn einfach weitermachen. So, unser Wasserfass ist mittlerweile wieder voll. Wir fahren einmal rüber zur Bierproduktion. Ja, wir knallen den Speicher jetzt richtig voll mit Wasser, weil unsere Gerste dauert auch noch ein wenig, bis die fertig gewachsen ist. In der Zeit können wir hier schön in Ruhe unser Wasser auffüllen. Und einmal gucken, wie viel wir jetzt. Ja, boah, das ist ja gigantisch, wie viel Wasser wir hier benötigen. Da sind noch einige Faden, bis wir hier voll sind, und ich vermute mal sehr stark, wenn wir schon Wasser so viel benötigen, ja, dann wird unser Feld mit Gerste nicht ausreichen, um hier die 100% voll zu kriegen. Ja, Freunde, ich würde sagen, ich spiele jetzt einmal offline weiter mit unserem kleinen Wassertank, was wir hier voll machen. Ja, ich mache offline weiter, bis die Gerste zum Ernten bereit ist. Und deshalb würde ich sagen, lassen wir uns einmal den letzten Eindruck hier noch genießen von der Guinness-Brauerei, die sich hier bei uns in Felsbrunn niedergelassen hat. Und damit würde ich sagen, Leute, macht's gut, bis zu dem nächsten Video. Tschüss.